Vodafone Herausforderungen durch das Ende des Nebenkostenprivilegs. Die jüngsten Jahreszahlen gewähren einen Einblick in die anspruchsvolle Lage, mit der Vodafone konfrontiert ist. Das bevorstehende Ende des Nebenkostenprivilegs, das Mieter bisher zur Bezahlung ihres TV-Zugangs über die Nebenkostenabrechnung verpflichtete, belastet den Telekommunikationsanbieter schwer. Im ersten Quartal des Jahres sank die Zahl der Fernsehkunden um etwa 650.000 auf 11,8 Millionen, was im Vergleich zum Vorquartal einen beschleunigten Rückgang darstellt. Dort waren es nur 140.000. Grund für diesen Abwärtstrend ist eine gesetzliche Frist, die im Juli ausläuft und die Umlegung von Fernsehkosten auf die Mieter untersagt. Dieses seit Jahrzehnten übliche Nebenkostenprivileg brachte Vodafone zuverlässige Einnahmen, insbesondere durch langfristige Verträge mit Wohnungsbaugesellschaften. Die 2022 beschlossene Gesetzänderung bedeutet nun jedoch Gegenwind für das Unternehmen. Trotz einer zweijährigen Übergangsfrist und intensiver Werbung möchte Vodafone so viele TV-Kunden wie möglich halten und die Einbußen minimieren. Allerdings werben auch Konkurrenten wie Magenta TV von der Deutschen Telekom und Online-Dienste wie Zattoo und Waipu um Kunden. Laut einer Präsentation des britischen Mutterkonzerns machte die deutsche Tochter von Vodafone mit ihren Verträgen mit Wohnungsunternehmen früher einen Umsatz von 800 Millionen Euro pro Jahr. Der Deutschlandchef des Unternehmens, Marcel de Grot, betont, dass man auf die Auswirkungen der Gesetzänderungen gut vorbereitet sei. Er erklärt, dass einige Kunden bisher doppelt für den Zugang zum Fernsehen zahlten. Sowohl über die Nebenkosten für Vodafone als auch über separate Online-Dienste oder andere Zugänge. Mit dem Wegfall des Nebenkostenanteils für Vodafone entscheiden sich viele Mieter vorerst für ihre bisherigen Dienste und verzichten komplett auf einen Kabel-TV-Zugang, was zu einem Rückgang der Gesamtausgaben für Fernsehen führt. De Grot äußert sich optimistisch und betonte, dass viele Verbraucher auch in Zukunft ihre TV-Produkte wählen würden. Trotzdem sieht sich Vodafone mit Belastungen durch gestiegene Kosten für Strom und Dienstleister sowie die Auswirkungen der Inflation konfrontiert. Zudem wurden erhebliche Summen in Werbung investiert. Das operative Ergebnis in Deutschland sank erneut auf 5 Milliarden Euro. Um wieder auf Kurs zu kommen, setzt Vodafone auch auf Einsparungen und plant, die Mitarbeiterzahl bis zum Frühjahr 2026 um 2000 zu reduzieren. Schreib mir mal in die Kommentare, wo du aktuell deinen Vertrag hast, ob du schon komplett vom TV-Kabel weg bist und zu Magenta gewechselt bist oder Online-Dienste nutzt. Würde mich interessieren. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal.